Ab nächste Woche veröffentlicht Displayed mal wieder eine dreiteilige Serie, beginnend mit The Witch's Dance. Exemplare wird es geben und neben dem normalen 3D-Druck, Matt- und Gloss-Effekte wird es hier UV-Glitter auf dem Feuer geben. Die Discord-Bewertungen sind hier sehr durchwachsen. Also mir gefällt dieses verträumte Motiv recht gut. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass das Motiv untenrum zu dunkel werden könnte, aber auch da gibt es genügend Details zu sehen. Lediglich mit der zeigenden Geste der Frau kann ich noch nicht so viel anfangen, aber vielleicht ergibt sich das später noch. Hier zeige ich euch mal, wie das Bild mit und ohne UV-Lichteffekte aussieht. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich hier um einen Dreiteiler und Displayed gibt hier schon mal eine kleine Vorschau, wie die nächsten zwei Displays aussehen werden. Eine Sache noch, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist hier die rechte Hand. Da sehen die Finger sehr seltsam aus. Ich hoffe, das liegt einfach jetzt nur an der Darstellung und in Wirklichkeit sehen wir später hier bitte normale Finger. In Kombination mit der Ultra Limited Edition von Witcher on the Path könnte diese Kollektion doch ganz interessant aussehen. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank für euren Support. Alle Informationen wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.